Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir waren dabei, das Radio zu reparieren. Das wollen wir jetzt nochmal in Angriff nehmen. Ich würde sagen, wir setzen den Knopf mal ein. Hier fehlt aber auch noch einer. Naja, gut. Die Blende. Die Antenne dann wahrscheinlich. Genau. Das Kabel da. Kleber. Kann hier zukleben? Hä? Ach da. Ah, okay. Die Kontakte. Und die Zange. Und mit der nehmen wir jetzt wieder alles auseinander, oder? Ach so. Okay. Wir hätten ja auch einen Knopf suchen können, aber nee, wir nehmen das mit der Zange. Weil wir natürlich wissen, dass der Knopf nicht da ist. Warum auch immer. So. Das waren jetzt 100 FM und 95,4. Passieren tut nichts. Ah. FM. Oh ja. Top Charts. Platz 1 aktuell. Weiter. Oh, was war das? Sehr gut. Ja. Und nun? Hallo? Hallo. Oh. Repeating our top story. Police have issued an all-points bulletin for what is being called the Hook Man Killer, who was seen near Stillwater Sanatorium. He is still at large and extremely dangerous. I gotta call the police. Ich muss die Polizei anrufen. Ja, das hat sie doch gerade schon gesagt. Kann ich jetzt hier irgendwas? Immer noch nicht. Warum ist denn da eine Lupe, Mensch, wenn ich das nicht anklicken kann? Telefon. Ach, nein. Ich muss das Telefon reparieren, damit ich die Polizei anrufen kann. Und auch das können wir ohne Anleitung problemlos tun. Für die Fensterläden, da braucht man eine Anleitung, für ein Radio und Telefon nicht. Wo soll ich das dann jetzt finden? Eine Hörmuschel, eine Sprechmuschel, eine Wählscheibe und ein Spiralkabel. Das Spiralkabel habe ich doch genau. Da ist gerade irgendwo eine Tür aufgegangen. Die im Keller? Wollen wir gucken? Ich guck mal. Nö. Was? Das war doch mal nur ein Schrank. Wo führt das dahin? Die Tür ist von der anderen Seite versperrt. Ja, kennen wir schon. Außer Kontrolle. Ich erwischte Nathan Haken, als er seine Experimente mit Organen von Stillwater-Koma-Patienten fortsetzen wollte. Als ich ihn stellte, wurde er wütend und drohte mir und meiner Familie. Er wird allmählich zu einer größeren Belastung, als wir uns leisten können. Wir müssen bald etwas unternehmen. Michael, Ende des Memos. Die fette Karalage, Alter. Ja. Oh. Viel zu dunkel. Ich muss nach einer Kerze suchen. Ah, die ist doch hier. Die ist doch hier. Yay. Und jetzt noch Streichhölzer, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, man könnte ja auch die Birne drehen, aber... Na gut. Streichhölzer. Ich habe hier doch Streichhölzer gesehen. Wo waren denn die? Wo waren die? Waren die im Schrank? Da. Aha, sehr schön. Nun aber nochmal da gucken. Hä? Ach so, okay. Ist ja stockdunkel hier im Keller. Ach, wie süß. Ja, Clowns. Wer mag sie nicht? Ich. Wirbelsäule, Herz. Also Anatomiebegeisterte sind hier auch. Ne? Bewegungsapparat und so weiter. Infusionsständer. Und wahrscheinlich noch eine Narzel dran. Ja, hier auch. Aha, aha. Auch ein Äffchen. Oh, wer macht denn sowas? Ah, sehr gut. Ja, schön, dass wir immer gelobt werden. Das motiviert. Gut. 50% geschafft. Hörmuschel und Sprechmuschel. Ich bin der Meinung, im Schuppen... Krabbelkäfer? Im Schuppen habe ich doch was gesehen. Hier. Genau. Sehr schön. Nur noch ein. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, wo ich eine Hörmuschel gesehen habe. Eine Hörmuschel?
sind auch keine neuen Tiere dazugekommen. Also. Hörmuscheln. Habe ich denn irgendwo schon gehört? Nee, das nicht. Der Stiefel. Wo habe ich denn schon eine Hörmuschel gesehen? Oder noch ein Ort, wo wir noch nicht waren. Das kann natürlich auch sein. Hier auch nichts. Eine Hörmuschel. Im Haus. Eine Hörmuschel. Alles klar, und jetzt sollten wir das Telefon wieder in Gang bringen. Okay. Telefon. Ja. Velomat. Das Ding. Und wo kommt das Kabel hin? Ah, einfach so auf. Moment mal, ich erinnere mich an eine Notiz, auf der die Telefonnummer des Sheriffs vermerkt war. Was? Wo? Hä? Ach, was kann ich jetzt? Ach, jetzt geht's. Also sie erinnert sich dran, weil wir es nicht anklicken konnten. Bei Notfall anrufen. Ja. In 1000 Stücken. Gut, das habe ich jetzt nicht mehr so schnell gelesen, aber da stand wahrscheinlich sowas wie in 1000 Stücken gerissen. Ich muss sie alle finden und zusammensetzen. Das? Ja, das ist eins davon. Da auch. Sind die alle hier? Oh, das wäre ja praktisch, wenn die alle hier im Raum sind. Da. Da. Hier nichts. Kiefer. Da. Das auch hier? Nee. Nee, das nicht. Das ist eine Feder. Zwei Stück noch. Aber wo? Zwei. Da ist noch eins. Eins fehlt noch. Da. Geschafft. Das dürfen alle sein. Und jetzt setzen wir sie zusammen, um die Telefonnummer zu bekommen. Da drinnen wahrscheinlich, ne? Achso. Okay. Ich setze mal kurz da hin. Da. 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 Kann man sich schön am Kreis orientieren. Sehr gut. Ja. Ach, fantastisch. 558056. Müssen wir uns die jetzt merken? 558056. Also jetzt. Na also, und jetzt muss ich die Polizei anrufen. Ach ne, steht hier. Ah, wunderbar. Ja. 5. Was wohl passiert, wenn man eine andere Nummer anruft? Sehr gut. Wir können Nummern wählen. Perfekt. Ganz toll gemacht. Police Department, Sheriff Cahill speaking. I'm calling to report a break-in. Okay, is the intruder still in the house, ma'am? Well, no, but it's really weird, and there's all this... Ma'am, I can't spare anyone right now for really weird, so, it'll be a few hours. But I'm not making this up. Babe, sorry I'm late. Hey. What's wrong? Patrick, somebody broke in, and it looks like they were looking for something. And I'm really... Hush. It's okay, sweetie. I'm here now. And on the radio, they said some killer was on the loose at the sanatorium, and the police are on the lookout. Oh, it was probably nothing, baby. I bet it was some animal looking for food. Hey, but if it'll make you feel better, let's take a ride. And I just cleaned all the points and plugs. I'll go see if there's anything in the shed for the carburetor. Sit tight, babe. Be right back. Ja, was für ein Chaos, aber vielleicht finde ich ja was Interessantes.
ganz bestimmt, so wie hier diese Wackel-Dackel-Hündchen ohne Köpfe. Oh, total interessant, eine Hula-Hoop-Puppe. Dieses Auto ist eine echte Rostlaube. Der Rückspiegel ist total kaputt. Ach, nö. Okay. Wir suchen jetzt Spiegelscherben. Mhm. Feuerzeug. Das liegt aber auch ganz unauffällig. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Ist das auch eine? Ja, das ist auch eine. Da. Was? Patrick, Patrick, ha? Was? Oh, ich kann das leider nicht lesen. 20. Januar, ja, 19 irgendwas. Ist eine Scherbe. Ich kann hier wohl nichts mitmachen, ne? Ne? Ja, ja, ist ja gut. Das ist keine. Wir brauchen nur zwei. Noch zwei. Da ist noch eine. Hier oben. Ist das hier eine? Ne, das ist keine. Da. Oder? Ja. Geschafft. Das dürfen alle sein. Jetzt muss der Rückspiegel repariert werden. Ja. Puzzle. Puzzle. Mhm. Okay. Ach, kann man die hier? Ah, das sieht doch gut aus. Nehmen wir das. Ja. Okay. Das nicht. Da vielleicht. Das passt. Haben wir irgendwo noch was Rundes? Aha, okay. Gut, der Rest ist jetzt nicht allzu schwer. Da. Da. So. Ja, sehr gut. Ach, fantastisch. Von den schönen Fingerabdrücke da auf dem Spiegel, da hinten lecker Pizza. What? Huh? Boo. Oh my god, I would just die. Yeah. What a goofball, right? But what about the ransacked cabin? Oh, it gets better. Baby, relax. Don't look at me like that. I found some starter fluid in the shed. Hey, let's go to the lookout spot by the lake. But what about the break-in? I saw some wildcat behind the shed. It probably got in looking for food. But on the radio, they said a killer escaped. I don't think we'll be hearing about him again. Hey, let's build a fire. Are you out of your mind? Tja, mal sehen, ob wir dem Pfadfinder nicht sein kleines Feuerchen bescheren können. Okay, Vollmond, Seeufer. Also hier geht's zum Film The Lake, ne? Patricks Auto. Ich dachte, auf diesem Campingplatz gäbe es irgendwo eine Feuerstelle. Was ist hier im Campingplatz? Also hier soll wohl keiner hin. Das scheint eine Art Höhle zu sein. Hier sind wir. Das hilft mir alles nicht. Vorsicht, Bären und mutierte Hauskatzen. Ist das ein Luchs? Ich weiß es nicht ganz genau. Gut. Seeufer. Auto können wir nichts machen. Oh, wir haben ja alle Käfer voll, sehe ich gerade. Sonnenwetter, da waren wir fleißig. Was ist hier? Wald. Ah, okay. Also hier haben wir The Forest. Und hier haben wir The Lake. Hm? Wer es nicht kennt, könnt ihr mal googeln. Ist das? Nichts. Ja, mein. Seeufer. Da kommen wir nicht. Sieht aus wie irgendeine Art von Bau. Ja, guck doch. Ne, wir sind natürlich nicht. Oh, ach, das sieht aus wie eine Feuerstelle, genau. Ach nö.
Okay, das ist die perfekte Stelle. Und jetzt suche ich mal ein bisschen Feuerholz für meinen Lieblingspfadfinder. Ja, toll. Also suchen einen ganzen Baum zusammen. Da, da. Toll. Ich bin begeistert. Stückchen suchen. Da. Da. Hier gibt es kein Feuerholz. Nee, ich weiß, es ist ja auch Wasser, aber. Ne. Was haben wir hier? Das auch eine. Alles klar, jetzt muss ich nur noch Reisig finden. Mhm. Im Bootshaus gibt es bestimmt kein Feuer. Ich habe ja auch genug Feuer. Aber ich will doch mal gucken. Klopfe mal an oder so. Ach. So immerhin Licht hier draußen an. Hier sind auch ganz viel. Oh, prima, Reisig. So, dann nehmen wir uns mal die Zweige. Schön eine nach dem anderen. Och nö, nicht so ein Bergabspiel. Ja. Mhm. Wer das Prinzip nicht kennt, sobald sich etwas überlappt, hier, ne, das Blatt liegt auf dem Ast. Deswegen kriegst du das, diesen Ast nicht hoch. Du musst erst das Blatt wegnehmen. Hey. Mhm. Der, da, da, wie das. Dann. Achso, da liegt der noch drauf. Der, der. Dann das hier. Da liegt noch. Was drauf? Ach ja, das liegt da drauf. Aha, aha. Ha, 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 ha. Ha. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Nee, nee. Sehr gut. Man hätte das natürlich auch einfach mit einer einfachen Handbewegung wegmachen können, aber gut. Ich bringe das Zeug lieber an der Stelle. Miezekatze. Böse Mieze. Haben wir da? Da gehe ich wohl besser nicht so nah ran. Warum nicht? Hier eine Dose oder ein Schädelchen? Nee. Na gut, wir gehen erstmal Feuer machen. Wir wissen ja, wenn es noch nicht so weit ist, dann können wir eh noch nichts machen. Lass mich ra... Nee, oh, ich dachte, ich müsste das jetzt auch noch irgendwie der Reihe nach aufstellen. Oh, ein Feuerzeug. Ich glaube, Patrick hat eins im Auto. Ich würde ja sagen, ich habe es gesagt, wenn ich es nicht gesagt hätte. Das Feuerzeug... Ist es sogar noch da? Ich hätte jetzt gedacht, es ist weg. Aber es ist noch da. Es lag einfach zu auffällig. Kann ich hier sonst noch... Irgendwo. Ach ne, das Spiel erlaubt es ja nicht. Ein nach dem anderen also immer. Feuer machen. Kein Benzin. Doch, Benzin. Hey, Christine. Great. You got the fire going. I was looking for wood, but stopped to watch the meteor shower. What? You're not still scared, are you? Hey, I know. I've got some chocolate and marshmallows. I'll be back. Patrick? Mal sehen, was an dem Auto kaputt ist. Da rein. Ja, oh nein. Das ist übel, ganz übel. Das muss ich reparieren, bevor ich hier wegkomme. Ja, ich sag zum Thema Reparieren nichts mehr. Kabels. Hier, die Kabels sind weg. Immer noch zu heiß. Ich brauche etwas, damit ich mich nicht verbrenne. Okay. Was ist hier nichts? Patrick hat immer einen Ersatzschlüssel für den Kofferraum im Handschuhfach. Lass mich raten, wie kommen wir ans Handschuhfach? Verklemmt. Mist. Vielleicht kann ich es ja irgendwie aufbrechen. Oh, Alter. Das wird ja immer Becher. Na gut. Also brauchen wir jetzt erstmal einen Ersatzreifen, ein Radkreuz, einen Wagenheber, ein Elektrokabel, einen Lappen, einen Kofferraumschlüssel und einen Meißel.
Und den Baseballschläger hier nehmen wir nicht mit? Nein? Nein. Okay. Wo soll ich denn den ganzen Kram finden? Nein, hier sollte ich lieber nicht nach einem Lappen suchen. Warum nicht? Wird doch alles angespült. Da Flasche und Quietscheente und Fass. Ich fasse es ja nicht. Ist das ein Lappen? Nee. Aber hier sieht nicht so aus. Hier irgendwas. Da, ein Lappen. Ein Lappen. Ja, komm, wir machen erstmal. Der Kühler ist leer. Such ein Gefäß, um Wasser aufzufüllen. Oh. Oh. Kann ich hier den Eimer? Nö, den Eimer kann ich nicht mitnehmen. Aber jetzt könnte ich doch die Flasche. Das wird so nicht funktionieren. Nein, ich kann die Flasche nicht. Ein Gefäß, ein Gefäß. Die Dose. Diese Dose könnte ich benutzen, aber ich traue mich nicht in die Nähe dieser Wildkatze. Vielleicht kann ich sie ja verscheuchen. Böse Mietz, geh weg, Mietz. Nein, klappt nicht. Drei Steine. Ein Stein. Ein Stein. Nochmal ein Stein. Und der dritte. Da. Und dreimal ein Stein. Die soll ich jetzt auf die Katze werfen, weil die wird mich danach ja auch bestimmt nicht angreifen. Animation in seiner höchsten Form. Gut, die Dose ist mein. Okay, eine Dose habe ich. Jetzt brauchen wir noch Wasser, um den Kühler aufzufüllen. Sonst hier was? Ach, ich gebe es auf. Ich mache einfach das, was das Spiel mir sagt. Quietscheente, Quietscheente. Ich will meine Quietsche. Ah, deswegen konnten wir die Flasche nicht nehmen. Siehst du, die ist kaputt. Die Steine haben Krebs. Und jetzt den Kühler nachfüllen. Den Kühler nachfüllen. Da ist gerade mindestens eine Hand mit einem Stück Arm im Wasser aufgetrieben. Da ist auch gar nichts. Die Hand geht auch nicht weg. Soll ich die Dose vielleicht in die Hand legen? Nein? Okay. Wir sagen, dass es deine ist. Na gut. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Hauptsache der Kühler. Ich konzentriere mich lieber auf das Wechseln des Plattenreifens. Ja. Wo machen wir das denn? Platter. Ja, okay. Kommen wir in die Hütte jetzt? Ah, abgeschlossen. Was für ein unheimlicher Ort. Das hier wird von Minute zu Minute schlimmer. Wenn du nicht weiterkommst, klick auf den Zurücksetzen-Button. Ja. Ganz kurz gucken. Ist jetzt natürlich die Frage. Nee, oder? Nee, die müssen doch, wenn überhaupt, alle in eine Richtung zeigen. Kann man das irgendwie? Nee, das geht bloß so. So, die 1 zeigt ja richtig. Aber die 2 ist doch verkehrt. Hm. Muss ich die... die ganze Zeit, also so, und jetzt wäre sie richtig rum, ja, aber ich weiß ja auch gar nicht,
1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4? Hier oben. Ah, okay. Alles klar. Das ist natürlich das Problem. Genau, die ist nicht mehr in der richtigen Reihe. Drehe ich mich natürlich jetzt im Kreis. Ich mache das noch mal kurz neu. Ach, hier musst du die vier hin, ne? Okay. Dann die zwei. Dann ist die eins ja verdreht, verdammt. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht dran gedacht. Und zwei nehme ich ja nicht mehr nach oben. So ein Gammelkram. Ich werde mir das jetzt noch mal einen kleinen Augenblick angucken. Und sobald ich denn weiß, wie, sehen wir uns in Folge Nummer 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf bald!